Hier ist eine Leiterschaukel. Wenn wir den Strom einschalten, passiert mit dieser Schaukel nichts. Schalten wir wieder aus. Jetzt setzen wir diese Schaukel in ein Magnetfeld hinein. So, mit der Schaukel passiert nichts. Und jetzt schalten wir wieder den Strom ein. Wir stellen fest, dieser elektrische Leiter wird aus den Magneten hinausgedrückt. Wir schalten wieder aus, ändern den Richtungssinn des Magnetfeldes, so, und schalten den Strom wieder ein. Dieses Mal stellen wir fest, dass der Leiter ins Innere des Magneten gezogen wird. Jetzt schalten wir den Strom wieder aus und ändern die elektrischen Pole. Wenn wir den Strom jetzt wieder einschalten, stellen wir fest, dass der Leiter wieder aus den Magneten hinausgedrückt wird. Hier ein Magnet mit dem Magnetfeld vertikal nach unten gerichtet. Wir setzen einen elektrischen Leiter in diesen Magneten hinein und sobald wir hier den Strom einschalten, erfährt dieser elektrische Leiter die Lorentzkraft. Aber hier haben wir einen ganz besonderen Fall. Wir setzen den Leiter horizontal in den Magneten und somit ist der Vektor Q mal V orthogonal zum Vektor B. Um den Richtungssinn der Lorentzkraft herauszufinden, können wir die Regel der rechten Hand anwenden. Der Daumen der rechten Hand zeigt in die technische Stromrichtung, also von Plus nach Minus. Der Zeigefinger der rechten Hand zeigt in den Richtungssinn vom Magnetfeld. Und dann zeigt der Mittelfinger in den Richtungssinn der Lorentzkraft. Wir sehen hier F B I. Schön zu behalten. F B I. Wir können diesen Richtungssinn aber auch mit der Korkenzieherregel herausfinden. Wir drehen den Korkenzieher von QV nach B und dann wird der Korkenzieher sich in diesen Richtungssinn bewegen, was also bedeutet, in diesem Fall wird dieser elektrische Leiter durch die Lorentzkraft ins Innere des Magneten gezogen. Ich setze das Ganze wieder zurück. So, schalte das hier weg. So, auch den Magneten nehme ich weg. Und jetzt drehen wir den Magneten mal um. Dieses Mal ist das Magnetfeld vertikal aber nach oben gerichtet. Wenn wir jetzt den Strom einschalten, unterliegt dieser Leiter wieder der Lorentzkraft. Den Richtungssinn der Lorentzkraft können wir zum Beispiel mit dem Korkenzieher festlegen. Wir drehen von QV nach B, dann bewegt der Korkenzieher sich in diesen Richtungssinn, also dieses Mal wird der elektrische Leiter durch die Lorentzkraft aus den Magneten hinausgestoßen. Ich setze das Ganze wieder zurück. So, schalte auch das wieder weg. So, und dieses Mal nehme ich den Strom weg und drehe ihn um. So. Wenn wir den Strom einschalten, unterliegt dieser Leiter der Lorentzkraft, dessen Richtungssinn wir zum Beispiel mit Korkenzieherregel festlegen. Wir drehen von QV nach B, dann wird der Korkenzieher sich in diesen Richtungssinn bewegen, was bedeutet, in diesem Fall wird dieser elektrische Leiter wieder ins Innere des Magneten gezogen. Die Stärke der Lorentzkraft entspricht dem Betrag der Ladung Q mal der Geschwindigkeit V
mal die Stärke B des Magnetfeldes mal Sinus des Winkels, den diese beiden Vektoren QV und B bilden. Wir sind aber in diesem besonderen Fall, wo QV orthogonal zu B ist. Das heißt, diese zwei Vektoren bilden den Winkel 90 Grad, dessen Sinus gleich 1 ist. Und somit gilt in diesem besonderen Fall, die Stärke der Lorentzkraft ist gleich zum Betrag der Ladung Q mal die Geschwindigkeit V mal die Stärke des Magnetfeldes B. Wir wissen, dass die Stromstärke gleich ist zur Ladung Betrag von Q, die diesen Leiter durchläuft, geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und daraus schließen wir, dass der Betrag von Q gleich ist zur Stromstärke I mal die Zeit T. Also können wir in dieser Formel den Betrag von Q durch I mal T ersetzen. So. Die Geschwindigkeit der Ladungen in diesem Leiter entspricht der zurückgelegten Länge des Leiters geteilt durch die dazu benötigte Zeit T. Daraus schließen wir, dass T mal V gleich L ist. Also können wir hier T mal V durch L ersetzen und finden somit, dass die Stärke der Lorentzkraft in diesem besonderen Fall berechnet werden kann durch die Stärke des Magnetfeldes B mal die Stromstärke I mal die Länge L dieses Leiters. Diese Formel FL gleich Bill nennt man Formel von Laplace zu Ehren des französischen Wissenschaftlers Pierre-Simon Laplace. Nochmal Vorsicht, diese Formel ist nur anzuwenden, wenn QV orthogonal zu B ist, wie in diesem Fall. Jetzt überprüfen wir mal die Einheiten. Wenn FL gleich Bill ist, dann bedeutet das, dass 1 Newton gleich 1 Tesla mal 1 Ampere mal 1 Meter ist. Also Newton gleich Tesla mal Ampere mal Meter. Daraus schließen wir, dass Tesla gleich ist zu Newton geteilt durch Ampere geteilt durch Meter. Durch das Grundgesetz der Dynamik F gleich M mal A wissen wir, dass 1 Newton gleich ist zu 1 Kilogramm mal 1 Meter pro eine Quadratsekunde. Also so. Und deshalb können wir hier Newton durch dieses Einheitenprodukt ersetzen und finden somit, dass 1 Tesla gleich ist zu 1 Kilogramm geteilt durch 1 Ampere geteilt durch eine Quadratsekunde. So konnten wir also diese Einheit Tesla mit diesen Einheiten ausdrücken und das kann man eigentlich mit allen Einheiten in Physik. Alle Einheiten in Physik kann man ausdrücken mit diesen vier Grundeinheiten Meter, Kilogramm, Sekunde und Ampere. Dieses Einheitensystem nennt man das System MKSA.